Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Extended Ultimate. Und wir waren das letzte Mal hier in der Mine, dann stürzte Java ab. Und jetzt machen wir weiter. Es hat natürlich gespeichert, zum guten Glück. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir im gleichen Ort noch sind, aber wir machen jetzt einfach weiter. Oh, hier ist noch eine Quelle. Hallo. So ein Randomit-Erz haben wir hier. Wo nichts rauskommt. Was ist denn hier, das hier? Das war nur eine Quelle, die hier drin war. Okay. Nehmen wir ein bisschen Potash mit, egal was das ist. Ein bisschen Kohle könnten wir doch auch gebrauchen. Ja. Nehmen wir die Kohle mit. Und hier haben wir nochmals ein Erz. Karmod können wir nicht mitnehmen, aber Deep Iron. Tiefes Eisen. Und was ist das für ein Ding? Wahrscheinlich ein tiefer gelegenes Eisen, das ein bisschen härter ist oder so. Ja, wir haben noch eine Spitzhacke. Die nehmen wir mit. Haben wir sie? Ja. Ah, hier können wir die wieder hoch. Die können wir nicht mitnehmen. Ah, ein bisschen Eisen. So, ah, hier haben wir Fackeln. Okay, dann sind wir wieder oben. Haben einen Rundgang gemacht wahrscheinlich. Und jetzt können wir hier so langsam mit dem Hausbau anfangen. Also. So, Eisen haben wir genug geholt. 40 Stück, sehr schön. Adamantit können wir natürlich nicht abbauen. Das ist dann viel zu hart für die Steinspitzhacke. Okay, so. Zuerst mal einen Ofen machen für das Eisen. Und hier das Eisen gießen. So. Dann sollten wir hier mal das Ungestrüpp, also das Gestrüpp, nicht das Ungestrüpp, wegmachen. Ich wollte Unrat sagen. Nein, irgendwas. Keine Ahnung. So. Also hier haben wir genug Platz für ein Haus. Wir müssen einfach dann die Sachen dort oben nochmals umplatzieren. Bauen wir noch eine Axt, aber dann aus Eisen, genau. Und zum Beispiel jetzt noch ein schönes Holz. Wo wir dann fürs Bauen benutzen. Was ist denn da, so ein Creeperkopf? Also. Ah, hier noch.
Wir brauchen das Haus dann groß, also viel Platz. Vor allem fürs Lagern halt und ja. Alle Sachen halt. So. Jetzt haben wir Eisen. Machen wir zuerst einen Eimer. Dann brauchen wir Holzstöcke. Eisenspitzhacke, Eisenaxt, Eisenschaufel und Eisenschwert. Sehr schön. Die da rein tun bitte. Okay, es ist voll. Ach komm. So, Dele. Das geht klar. Und jetzt können wir die Steinspitzhacke noch reintun. Hier das Eisen mitnehmen und jetzt gehen wir zu einem Wasser. Dort, wo es Wasser gibt. Das ist zum Beispiel hier unten. Okay, es ist wieder zugeflossen. Dachte schon. Also, wenn wir das Haus hier bauen, dann wäre das nächstgelegene hier. So. Das zweite holen. Schön, dass das Wasser wieder zufließt. Das ist im Originalspiel nicht so. So, Dele. Ich denke hier. Ja. Das war Reis oder was war das? Können wir die Blumen noch mitnehmen. So, Zink nehmen wir nicht mit. Also dann nehmen wir mal nur das Wichtige. Wir pflanzen nur das Wichtige an. Und das sind Strawberries. Tomaten, Samen, Kaffeebohnen. Und ja, Reis nicht. Das sind zwei Strawberry-Arten. Güsel können wir. Ja, nein, Güsel müssen wir nicht. Das können wir dann später genug. Weil die Güsel sind für die Chocobo. Ah, ja, stimmt. Ich wollte noch was machen. Machen wir das als Eisen. So. Auch wenn es nicht viel bringt, aber wir haben genug Eisen. Jetzt werden wir hier mal schon mal anpflanzen. 3 machen wir hier, 4. So. Aber nicht zweimal, bitte. Ich weiß nicht, für wie was die sind. Also da müssen wir dann herausfinden. Aber da kann man nichts rein pflanzen momentan noch. Ach komm. Also wir müssen das schematisch machen, dann weiß man, wo man anpflanzen soll. Also Sweet Corn, die Samen müssen unbedingt besser wachsen. Darum hier. Die Kokumper pflanzen wir nicht an. Die Kaffeebohnen, die sehen doch nach Wüste aus.
So, die Strawberries, die sehen waldig aus, weil dort hinten ein Wald ist. Die tun wir hier anpflanzen. Und die Tomaten, ja, rote Blumen, passt auch. So, und hier haben wir schon mal eins, das schon erwachsen ist, okay. Ja, jetzt haben wir Nahrung. Es geht so schnell mit diesem Mod. Irgendein Mod ist voll das Gecheate. So. Und hier ist Strawberry. So, und hier Tomaten. Ja, da müssen wir nicht Da müssen wir nicht warten, bis es endlich mal fertig ist. Schauen wir mal die Kaffeebohnen an. Man kann Kaffee. Grinding Coffee. Okay, einfach Kaffeepulver. Und mit Kaffeepulver kann man dann zum Beispiel einen Black Kaffee, Kaffee mit Milch. Ohne Wasser. Nur mit Milch. Okay. Ja, also du brauchst das nicht unbedingt so viel. Dann können wir eigentlich die vordere Reihe wieder wegmachen. Aber die Strawberries, die machen wir hier hin. Die könnten wir gebrauchen. So. Und die Tomaten auch. Oh, das sind Strawberries. Nein, das sind Tomaten. So, aber das Weizen ist das Wichtigste, weil wir wollen ja auch Tiere halten. So, wir haben ja keine Wolle, schade, sonst können wir mal übernachten. Aber ist auch gut, so. Das reicht, also wir haben die Sachen hier. So, und jetzt gehen wir mal einen schönen Baum suchen. Dazu gehen wir in diese Richtung und machen die Monster an. Aber nicht in der Nacht, also Nacht muss vorüber sein. Wenn die Nacht dann vorüber ist, dann werden wir Monster anmachen. Und wenn wir in der Nähe von zu Hause sind, werden wir sie wieder ausmachen. Weil sonst halt einfach zu viele Monster hier herumlungern. Also Pferde haben wir hier zum Beispiel. Keinen Tiger. Erschreck mich doch nicht so. So. Den Tiger für EP. Jetzt können wir uns in einen Tiger verwandeln, scheinbar. Genau. Tiger verwandeln. Hallo, wieso geht das nicht mehr? Ah, jetzt. Ist doch auch schön. Leider sehr langsam. So. Also, hier hat es leider nirgends Bäume, die schön aussehen. Die großen, einer von den großen können wir fällen, aber nicht hier. Das ist zu nah an unserem Haus. Hier würden wir wahrscheinlich noch etwas hinbauen wollen. Wir nehmen mal das Randomit mit. Was ist denn das? Du bist zu groß, du bist zu fett. So. Essence Dust, okay.
Da drüben ist zum Beispiel ein rotes Biom. Wir könnten auch ein Steinhaus machen, aber das kann warten. Wilde Karotten. Schauen wir mal. Okay, ein Gemüsesalat, die müssen wir nicht anpflanzen. Hier gibt es wilde Bäume, also abgestorbene Bäume, die so wild aussehen. Und jetzt sehen wir in Tropico. Das Spiel kommt ja am 22. Mai raus. Und leider ist es sehr teuer. Es kostet ungefähr 40 Euro. Aber es lohnt sich allemal. Also, wenn ihr einen Bock auf ein Strategiespiel habt, holt euch Tropico 5. Und ja. Spielt es. Genießt es. Ich kann es leider momentan nicht kaufen. Aber ich werde es, sobald ich es habe, auch let's playen. Oh Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, ich hab nichts. Wir sind ein Tiger. Wir können nicht schwimmen. Also werden wir die nicht wegmachen. Nur die ein bisschen. Aber ich denke, Treibsand ist ja nicht so zum Glas machen da. Mehr oder weniger gut. Meine Palme haben wir noch nicht gepflückt. Also gefällt. Aber das können wir. Treibsand ist nicht gut. Nehmen wir Dirt. Haben wir zwar nur zwei, aber das reicht wahrscheinlich. So. Palme. Wir haben 12 Palmenwut und 10 Kokosnusssplitter. Machen wir hier mal eine Fackel hin. Ah, da gibt es noch Essenzen, also nein, nicht Essenzen, Feuer-Ding. Irgendwas Feuer. Und es ist sehr finster. Aber es wird morgen. Gut. Ja, brauchen wir nochmals einen Baum. Oder was? Ah, jetzt kommt einer runter. Bitte noch einen. Okay, hier ist viel Wasser, dort hinten ist wieder Eis. Dort drüben ist eine andere Baumzone und das ist nur ein Eichenbaum, der halt Blätter hat, ein bisschen verwelkt. Helfen wir denen ein bisschen. Ja, hilft halt nicht viel. Okay, fällen wir halt hier nochmal ein.
bisschen weit weg. So, jetzt. So. Kein Setzling raus. Mist. Ach komm, hey, das nervt ein wenig. Wir müssen es umtauschen. So. Einen Kaktus, den nehmen wir doch gerne mit. Das ist ein Saguro-Kaktus, okay. Ja, es ist Tag. So. Schauen wir mal, was für ein Monster schön. Ja, ist nur Lohestab, genau das wollte ich sagen. Ja, den oberen Kaktus nehmen wir nicht mit. Den können wir hier so lassen. Und wir haben ein Dorf gefunden. Das ist sehr gut. Also eben dort drüben hat es die Eichenbäume, die sind ja nicht so. Also der hinten dran. Ach komm. So, nehmen wir mit. Normal Kaktus auch. Hier haben wir zum Beispiel Stein, der braun ist. Ist das ganz normaler Stein? Ja. Einfach nur braun. So, also gehen wir zuerst dorthin. Und dann gehen wir zum Dorf. Ich hoffe, das ist ein Baum, den wir noch nicht haben. Das ist wahrscheinlich eine Fichte. Oh, dort ist ein Dingbaum. Wie sagt man den? Japanischer Kirschbaum. So, Suchspiel. Welcher Block ist hier anders? Der da. Okay, jetzt sind es mehrere. Ja, ist Fichtenholz. Bringt uns nicht so viel. So, egal. Dann nehmen wir den da unten. Oh, eine Sumpfblume. Und es leckt gerade. Sorry dafür. Ist wieder viel am Laden. Wahrscheinlich viele Bäume. Das sind immer die großen mit den verwurzelten und den vielen Ästen, die sind schuld daran, dass manchmal Minecraft leckt. So, sehr schön. Hier haben wir zwei Setzlinge. Gut. Jetzt eben noch ein Sakura-Kirschenbaum. Und eine Fichte bitte noch. Das ist eine Bluebell. Hier haben wir noch eine. Nehmen wir doch gleich alles hier. Dann fällt auch alles runter. Wir brauchen noch eine andere. Nicht Treibsand, Sand. Oh, wie hoch ist der?
Okay, jetzt haben wir es geschafft. Runde bauen wieder. So, eine haben wir. Ein japanischer Blütenkirschsetzling. Was könnten wir sonst rausnehmen? Blueberry. Weil wir brauchen noch ein Setzling von denen. So, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles voll. Dann können wir eigentlich die Sumpfblume wieder setzen, weil ich habe immer gern eins frei im Inventar. Und jetzt schwimmen wir. Wir können auch ein Boot machen. Nein, machen wir nicht. Wir schwimmen. Wir schaffen das. Huh, Marathon. Röchel. Ups. Aber ein super schöner Wald. Also hier ist leider da drüben wieder Sumpf. Aber hier könnten wir dann auch mal irgendwas bauen. Wir werden überall etwas bauen. Wir werden extrem schöne Sachen bauen. Wir machen eine Community, also so eine Welt, wo halt ihr danach wählen kann, was ich baue. Und eventuell mache ich die Welt auch dann zu einem Server, dann dürfen alle irgendwas bauen. Aber das ist noch nicht möglich, weil ich bin blank, ich habe kein Geld für einen Server, für einen Host. Aber sobald ich dann wieder Geld habe, werde ich da auch so ungefähr 16 Euro investieren pro Monat für einen guten Server mit viel Gigabyte RAM und 50 Slots. Aber eben, ich habe schon einen Server im Laufen und ich habe bald noch, muss ich noch den Livestream, also den Decoder zahlen. Und ja, das kostet halt auch sehr viel. Also ich gebe sehr, sehr viel für euren Spaß, also für das ihr hier schauen könnt, zuschauen könnt, gebe ich sehr viel Geld aus. Eine Brummeline. Ja, da können wir die Erde hier hin tun. Dann nehmen wir doch lieber Brummelinen mit. Die sind sehr schön. Die möchte ich gerne anpflanzen. So, hier hat es ja Leute zum Heiraten. Emmy, die Bäuerin. Handel. Äpfel, wie sie. Okay. Wir sollten hier mal eine Kiste hin tun. Mist, haben wir hier eine Workbench? Sicher hier drin. Ja, das ist nicht so gut, wenn ihr hier nicht rein könnt. Dann werden wir hier mal ein Vapen hinsetzen. So, mal kurz die Sachen, die ich nicht unbedingt brauche, lege ich mal hier hin. So, Dorf 1. So, ist doch schön. Und hier haben wir auch noch ein Haus. Frost Forest. Ja, Kaktus. Also die Kaktusse. Die Kaktusse. Genau. Du hast einen Hut an, den will ich. Ein Stack Bronze, Schwert, Name. Die meisten Mods sind anfänglich fertig und schon reingebaut worden. Das ist ein bisschen kacke. Ein Maulbeerbusch. Nehmen wir doch gerne mit. Hier haben wir ein Tinkerer Construct. Ein Haus. Und hier auch. Nehmen wir aber noch nicht mit. Hier haben wir ein Schafgehege. Hier ein Haus mit einem großen Fenster. Was war das? Habt ihr einen Creeper in die Luft gehen lassen?
Und wo war das? Hier? Nö. Also in der Nähe des Dorfes möchte ich auch gerne die Monster ausmachen. Sonst sprengen sich eben die Sachen in die Luft. Mache ich die Monster hier aus, werde sie gleich wieder anmachen, wenn ich weg bin. So. Ja, danke. Ja, da kann ich halt hier nichts mehr anpflanzen. Sorry, Leute. Oh, komm schon. Nicht lecken. Nicht lecken. Ja, okay. Wechseln. So, Delle. Dann werde ich noch... Ja, komm. Ja, die geben gar nichts, oder? Ne, die haben nichts. Ich leg sie einfach weg. So. Die Leute gehen alle ins Bett. Das ist auch Tinkers Construct. Da unten haben wir noch einen Stall. Hühnerstall. Okay. Habt ihr Eier? Oh, du hast ein schönes Ding. Ender Chest Hut. Ach komm. Ich will nicht immer Fackeln platzieren. Was ist denn da drin? Da hat es ja viele Höfen und eine Kiste. Ach komm. Zuckerrohr. Ein Ei. So. Den Elfen ist ja nichts. Ach komm. Dann gehen wir wieder nach Hause. Leider keine Schmiede, aber das ist klar. Bei so vielen Gebäuden wird nicht immer eine Schmiede generiert. Und rennen. Ein Mammut. Die sind in der Minecraft-Welt noch nicht ausgestorben. Ja, manchmal sind ja Grafikfehler, wenn die Seele gerade in mich reingeht. Es rennt, es schifft, es kackt. Mein Großvater hat mir immer gesagt, wenn es den ganzen Sommer verregnet ist, kackt es im Herbst. Das ist die höhere Stufe des Pissens. Voll verpisst das Wetter. Und dann scheißt es, kackt es und weh, grässlich. So. Ja, mit Junkfehler. Ach Gott, schon wieder. Das sieht man auch so schlecht. So, hier nehme ich noch ein bisschen Sand mit. Könnte ich gebrauchen. Und wir sind wieder zurück. Welcome back. Ah ja, da gab es Schafe, aber die will ich nicht töten, sonst hätten wir uns ein Bett machen können. Ah, ich kann keine Ding. Keine Erde mitnehmen. Aber jetzt. Was
können wir sicher ausmachen. Also ich sage mal, wir gehen nachher zu meinen, machen wir Monster an. Und wenn wir wieder nach oben gehen, machen wir Monster wieder aus. Ja, die kann man nicht mitnehmen. Das einsame Pferd auf der Klippe. Uff, sah ich schon, hier wäre noch die Schlucht. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. Und dann machen wir mal. Wir werden mal ein paar Bäume anpflanzen. Ich will nicht ein grünes Haus machen als Weide. Ich möchte irgendwas anders holen. Wir müssen also nochmals irgendwo hingehen. So. Dann. Sakura, das ist glaube ich helles Holz, oder? Wir werden hier mal ein paar hinpflanzen. Und wir haben schon wieder alles voll. Natürlich. Also gehen wir halt nochmals irgendwo hin. Zum Beispiel hier im Süden war doch noch ein schönes Biom. Irgendwo im Süden. Ah, jetzt in der Nacht können wir keine Monster anmachen. Eben auch unterirdisch wäre besser. Und hier haben wir auch eine ja, einfach ein kleiner Graben. So, das war nicht hier. Das müsste weiter hier drüben sein. Dann gehen wir wieder nach oben. So. Oh, hier haben wir auch noch eine artige Schlucht. Ja, ich bin gut im Springen. Eigenlob stinkt bei mir aber nicht. Ich stink sowieso genug, weil ich so wenig dusche. Duschen ist blöd. Hier haben wir eine rosa Blumen. Aua. Kleefeld. Gibt's nicht ein Promi, der Kleefeld heißt? Hier haben wir auch noch Bambus, aber das ist ein anderer. Wir könnten ein Bambushaus bauen. Bambus. Growthkraft Bambu. Da müssen wir wahrscheinlich verarbeiten oder so. Ein Deer ist hier. Ah, Bambussplitter muss ich auch mitnehmen. So, noch ein paar von diesen Bambusse. Und die rosa. Pinke Narzisse. Okay. Hallo. Ist eine, auch eine Big Cat. Hier haben wir zum Beispiel eine Ruine mit irgendwie ein Haus drauf. Ah, ich denke, die ist auf dem Baum gespawnt und hat dann einfach die unten die Ding gehabt. Das ist gar kein Turm. So, haben wir denn hier irgendwas? Einen Den können wir mitnehmen. Eine Birke. Gut. Dann nehmen wir das auch noch mit. So. Können wir ganz große Lager bauen. Mit allen Rohstoffen, die es gibt. Das reicht. Gehen wir weiter. Nicht zum Turm.
ich mir nicht in die Versuchung geraten, in den Turm reinzugehen, ohne den die Monster anzumachen. Hier haben wir einen fetten Baum, also zwei fette Bäume. Aber keine neuen Bäume. Auf der letzten Karte haben wir recht viele neue Bäume gesehen. Aber hier ist es noch nicht so, dass wir viele neue Bäume sehen. Ich werde jetzt das Weidenholz opfern für Ding. So ein Boot für den alten Drago. So, wir schippen ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Wir suchen nach Bäumen zum Bauen. Wir sind die Holzfällerbuben. Wir sind die Holzfällerbuben. Okay, Sackgasse. Hier unten haben wir auch wieder eine Oase. Gehen wir mal wieder nach oben. Hier haben wir auch einen Bambusforest. Das sieht so geil aus. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Genau. Hier gingen wir durch. Dann gehen wir mal zum Spawn. Blöd, blöd, blöd. Dann rennen wir mal zum Spawn. Weil dort gab es noch andere Biome mit anderen Bäumen. Habe ich gesehen. Also das ist ja das Biom Oase. Also auch Oase. Mangroven. Dann nehmen wir mal das Mangrovenholz. Das scheint noch schön zu sein. Noch die Setzlinge bitte. Die muss man wahrscheinlich im Wasser setzen, oder wie? Wachse. Wachse nicht. Bau dich ab, meine ich. Einen haben wir. Fließen weg. Okay, wir haben einen. Das reicht. Sonst können wir immer noch hier mehr nehmen. Und hier haben wir Permafrost. Bisschen hier rüber. Ja, das bringt nicht viel, weil es dort nicht bündig ist. Wir wollen ja hier aufs Westland gehen. Eine orange Blume haben wir auch noch nicht, aber die nehmen wir jetzt nicht mit. Außer wir legen die Körner raus. Ja, wir legen die Körner raus. Dann nehmen wir die auch die orange Blume mit. Reis weg. Reis haben wir draußen. Und dann gehen wir mal zum Spawn. Ja, die Kühe wären natürlich auch sehr hilfreich, aber ne. Sonst habe ich alles wieder voll. Ich muss ein bisschen sparen, nur das Wichtigste mitnehmen. Also zwar ist Leder sehr wichtig, aber nein. Ich habe keinen Bock, die Kühe zu töten. Was ist hier drüben? Das ist so dunkel. Gibt es hier neue Bäume? Noch ein bisschen.
Ah, da drüben, das ist das. Nein, das ist das Helle. Das Dunkle müsste hier irgendwo sein. Sind das die Bäume hier? Das sieht so. Also, es sieht irgendwie auch mega geil aus. Hier könnten wir eine Treppe hochbauen und da oben wohnen. So etwas. Also, wenn ihr Vorschläge habt und wenn ihr es ein bisschen früher haben wollt, dann sagt es einfach. Ich finde das toll, wenn wir mal so zum Beispiel dieses Haus bauen, ein Baumhaus in diesem Baum oder so. Dann dürft ihr das gerne sagen, dann kann ich es ein bisschen früher machen. Aber momentan, ja, möchte ich gerne das Haus dort machen. Also habe ich weniger Zeit. Ich glaube, da kann man gar keine Bretter draus machen, dann wenn wir hier nicht so viele mitnehmen. Ich denke, wir teleportieren uns wieder zurück, wenn wir hier ein paar Sachen geholt haben. Weil es ist zu weit, sonst ist nur die. Das Let's Play unnötig lang. Einfach teleportieren. Muss ich nicht rausschneiden oder so. Also nehmen wir hier noch die Kiefer mit. Ach, komm schon. Ah, ein Trient ist hier. Die konnte man ja nicht angreifen oder so. Oder nur oben am Kopf oder so, aber ja, die wollen wir jetzt nicht herausfordern. Ah, nein, ein Pinie ist nicht ein Kiefer, okay. Ich dachte, ich habe Kiefer gelesen. Das letzte Mal. Hier müssen wir das Holz auch noch anschauen, also. Vielleicht ist ja das Pinienholz schön. Aber am liebsten hätte ich blutrotes Holz oder sonst irgendwas. Jetzt was Außergewöhnliches, dass man nicht überall sieht. Ja, jetzt habe ich es eingesammelt. Es war nur falsch angezeigt an der falschen Position. Ja, wir bekommen keine Setzlinge, also noch einen kleinen, ja, das ist halt nicht klein, aber immerhin der kleinste. Ja, toll. So. Toll. Nehmen wir wieder. Nein, nicht Treibsand. Sand. Ja, noch einen. Noch einen. Gut. So, da nehmen wir noch Kohle mit. Musst du nur noch abfallen, bitte. Ja, hier ist keines mehr runtergekommen. Ah, eins ist noch oben. Ach, schade. Bitte fall runter, ich brauche Setzlinge. Einen haben wir. Einen zweiten, bitte. Oh, ich habe keine Schere dabei. Ich habe aber Eisen dabei. Wichtig für das Bett. So, komm mal. Ich möchte dich nackig machen. Komm. So, also. Nein, ich möchte sie nicht abmähen. Ich
Ich möchte sie so kaputt machen. Ach komm schon, bitte, komm noch eine runter. Tja. Es kommt keines runter. Ein schwarzes Schaf ohne. Die sind im Mies, im Pur HD unten schwarz, nur das Fell ist halt weiß oder eine andere Farbe. Und jetzt sieht sie halt schwarz aus, ganz schwarz. Jetzt ist es still, hä? Jetzt ist es still. Ja, gut, zwei Setzlinge. So, wollen wir noch kurz ein bisschen weitergehen? Ja, bringt's nicht. Nö. Schauen wir mal auf die Map. Also hier haben wir steinig überall. Mhm. Hier hätten wir noch ein Biom, das schauen wir mal ein anderes Mal an. Oh, hier haben wir Blutsumpf oder so. Wo war das? Das war hier unten, okay. Hier haben wir ein braunes Biom. Hier oben ist nichts. Das ist alles noch alt. Hier haben wir eine Stadt. Eine Flugstadt. Hier ist der Bambusforest. Und jetzt. Zuerst einmal hier den Spawn hinsetzen. Wo war das schon wieder, der Spawn? Der müsste irgendwo hier gesessen sein. Machen wir den Spawn hier. Ja, und jetzt müssen wir noch das Haus kennzeichnen. Machen wir das hier, ein bisschen außerhalb. Und gehen dorthin. Ja, toll. Soll ich machen? Hierhin. Und jetzt bitte richtig porten. Löschen. Ja, toll. Das ist die. Ja, muss ich einen Screenshot machen. Ja, da gehe ich, laufe ich halt heim und mache dort einen Marker. Erschreckt mich doch bitte nicht. Lol, das ist dann auch ein Soldat. Also gehen wir zurück. Ja, wir bringen noch ein paar Sachen, die nehmen wir aber nicht mit. Ups. So, ein Weidemann ist hier. Jetzt geht die Sonne wieder unter. Oh Gott. Jetzt hätten wir hier die Monster anmachen können, aber ja, ich hab's vergessen. Also das nächste Mal. Eben in der Mine. Also wenn wir jetzt das nächste Mal wieder meinen gehen, dann können wir es wieder anmachen. Ja, was lege ich jetzt raus? Die finden wir wieder, die Baumwollfäden. Kaktus habe ich auch nicht, okay. Weil der gerade aufgeploppt, also gewachsen ist. So, gleich wieder zu Hause. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter nach drüben. Damit wir besser hochkommen. So, hier konnte man doch irgendwo hoch. Was ist denn das? Schilf?
Gibt keine Sachen. Also was hier drüben. Ja, hier kommen wir wieder nicht rüber. Jetzt gehen wir aber links herum. Das ist weniger lang. Ach, man muss dann dort eine Hängebrücke machen oder so. Das ist nämlich gleich bei einem Punkt, wo man halt viel durchgeht. Und da muss natürlich genau eine tiefe Schlucht sein, wo man ja nicht weitergehen kann. Also Bambus. Kann ich hier irgendwas machen? Bambus. Dann pflanzen wir den Rest an. So, jetzt können wir den Bambusholz. Sieht, naja, ein bisschen komisch aus, aber geht. Wir brauchen mehr Kisten. Jetzt machen wir Kisten aus dem Dingholz, Birkenholz. Und wo ist das Birkenholz? Da. Ja, Birkenholz ist natürlich auch sehr schön. Habt natürlich niemals so schön wie ein Holz, das uns passt. Also, ja, was auch zum Gebiet passt, würde noch ein Holz. Da müssen wir halt noch mehr erkunden. Aber zuerst gehen wir in die Mine, um dort dann ja, das müssen wir mitnehmen. Das können wir gehen. So, jetzt nehmen wir das raus, was wir halt noch anschauen wollen und mitnehmen wollen. Totes Holz bringt ja nichts, oder können wir auch mal probieren. Mit 4. So. Bambus anpflanzen. Das machen wir hier hinten, oder hier unten. Und die kann man... Ah nein, das sind die gleichen. Ja, die machen wir es. So. Ach komm schon. Und die neben dran. Die wachsen schon. Das Reis möchte ich bitte noch anpflanzen. Hier. So. Ein bisschen Licht wäre schön. Würde allen helfen. So. Wir hätten hier auch eine Parzelle opfern für Licht. So, es ist schon wichtig, dass man nach der Nacht genug Licht hat. So, werden wir mal Weizen wachsen lassen. So, haben wir genug. Gut, dann müssen wir eigentlich Kühe holen und sonst irgendwas. Aber ich denke mit Enchanten und dann, wenn es überhaupt hat, drin hat, die, ja, Afterlife genau. Was macht, dass die Gegner Eier droppen, die man dann benutzen kann, um eben diese Monster zu beschwören.
Also, das nächste Mal am Anfang meinen. Ich werde jetzt jede Folge aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Dazu nehme ich das Fichtenholz und schreibe es immer ins Haus rein. So, Minen mit Easy. Dann schönes Holz holen. Und was machen wir im nächsten Part noch? Holen schreibt man nicht so. Es ist nicht hol. Also doch. Ich schreibe holen. und Haus bauen. So, gut. Also, wir haben einen Kirschbaum. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, viel Spaß noch mit den anderen Videos. Bye.